Herzlich willkommen zum letzten Video aus dem Lernzyklus Zehnerpotenzen und Gleitkommadarstellung von Mathematik macht Freunde Freude. Dieses Video ist für die absoluten Profis unter euch. Wenn du dich gut mit der Gleitkommadarstellung auskennst und Interesse an einer etwas schwierigeren naturwissenschaftlichen Aufgabe hast, bist du hier genau richtig. Wir werden nämlich ein physikalisches Problem betrachten, bei dem die Gleitkommadarstellung Anwendung findet. Dafür müssen wir mit Zehnerpotenzen rechnen und Überschlagsrechnungen mit Zehnerpotenzen ausführen. Wir wollen gemeinsam die Anziehungskraft zwischen Erde und Mond berechnen. Die physikalischen Grundlagen dazu werden wir nicht genauer hinterfragen. Uns interessiert nur der Umgang mit den für die Berechnung notwendigen Zahlen, das heißt den Naturkonstanten und den wissenschaftlich erhobenen Größen. Für die Berechnung der Anziehungskraft brauchen wir das Newtonsche Gravitationsgesetz. Mit diesem kann die Gravitation zwischen zwei Körpern, wie etwa Planeten oder Sternen, aber auch kleineren Teilchen berechnet werden. Wir müssen uns zuerst überlegen, welche Größen in der Formel für die Anziehungskraft vorkommen. Die Anziehungskraft selbst wird mit F abgekürzt. G ist die Newtonsche Gravitationskonstante, also eine Naturkonstante, deren Wert wir genau kennen, nämlich 6,67 mal 10 hoch minus 11 Meter hoch 3 durch Kilogramm mal Sekunde hoch 2. Mit einem kleinen m wird allgemein die Masse eines Körpers bezeichnet. Wir wollen die Masse der Erde und die Masse des Mondes wissen. Diese kann man durch einfaches Recherchieren rausfinden. ME beträgt 5,972 mal 10 hoch 24 Kilogramm. Und MM, also die Masse des Mondes, beträgt 7,346 mal 10 hoch 22 Kilogramm. Zuletzt kommt in der Formel noch ein R vor. Dieses beschreibt die Distanz von der Erde zum Mond. Ungefähr beträgt diese Entfernung 384.400 Kilometer. In den Naturwissenschaften ist es überaus wichtig, mit Einheiten zu rechnen. Wir brauchen dazu alle Angaben in der Basiseinheit. Das ist meist die Einheit ohne Vorsilbe, mit Ausnahme der Kilogramm. Wir wandeln daher die Kilometer noch in Meter um. Die Distanz beträgt also 3,844 mal 10 hoch 8 Meter. Jetzt kann's losgehen. Wir setzen die Zahlen samt Einheit in die Formel des Newtonschen Gravitationsgesetzes ein. Das sieht kompliziert und unübersichtlich aus. Deshalb werden wir jetzt etwas Ordnung schaffen. Kannst du dich noch erinnern, wie wir die lange Rechnung beim Spaghetti-Problem gelöst haben? Auch hier können wir die Rechnung vereinfachen, indem wir die Zahlen von den Einheiten trennen und die Vorzahlen getrennt von den Zehnerpotenzen ausrechnen. Wir könnten die Rechnung natürlich so in den Taschenrechner eingeben. Wir wollen aber ein Gefühl für Zahlen erlernen und den Umgang mit diesen Zahlen üben. Daher machen wir es händisch. Zuerst wollen wir die vorkommenden Zehnerpotenzen ausrechnen, beziehungsweise sie zusammenfassen, wie wir es im vorherigen Video schon gemacht haben. Auch die Einheiten wollen wir zusammenfassen. Drücke auf Pause und versuche dies selbstständig. Sehr gut! Die Hochzahlen der Zehnerpotenzen werden dabei addiert oder subtrahiert. Wir rechnen also minus 11 plus 24 plus 22 minus 16. Das ergibt 19. Bei den Einheiten kann ein Kilogramm gekürzt werden. Genauso kann das Meter hoch 2 gekürzt werden, sodass noch Kilogramm mal Meter durch Sekunde hoch 2 übrig bleibt. Jetzt kümmern wir uns noch um die Vorzahlen. Auch diese könnte man wieder in den Taschenrechner eingeben. Wir wollen die Rechnung aber händisch lösen.
Bei solch großen Zahlen ist der genaue Wert der Vorzahl nicht mehr ganz so wichtig. Wichtiger ist die Größenordnung selbst, also die Stellenwerte wie hier 10 hoch 19. Daher ist es sinnvoll, die Vorzahlen zu runden, um mit diesen gerundeten Werten weiterzurechnen. Wir führen also eine Überschlagsrechnung durch. Drücke wieder auf Pause und probiere die Rechnung eigenständig zu beenden. Du kannst dann deine Lösung wieder mit meiner vergleichen. Bravo! Hier siehst du meine Lösung. Ich habe in meiner Rechnung noch einen kleinen Trick angewendet und die Zahl 7,346 bewusst falsch, das heißt aufgerundet. Dadurch bekommt man in der Multiplikation bzw. im Bruch schönere Zahlen, die sich kürzen lassen. Du kannst aber natürlich genauso mit der gerundeten 7 rechnen. Dann ergibt sich statt 21 18,375, was aber für uns in der Größenordnung von 10 hoch 19 keinen gravierenden Unterschied macht. Zuletzt habe ich noch auf die normierte Gleitkomma-Darstellung umgewandelt. Kilogramm mal Meter durch Sekunde hoch 2 sind die Basiseinheiten der Einheit Newton, welche die Einheit für die Kraft ist. Wir erhalten also für die Anziehungskraft zwischen Erde und Mond 2,1 mal 10 hoch 20 Newton. Somit sind wir auch schon am Ende dieses Lernzyklus. Ich hoffe, du hattest Spaß und konntest einiges über dieses spannende Thema lernen.